diese Accounts sind klar, was es heutzutage auf der Welt gibt. Durch Genmanipulation kann man Riesentomaten züchten. Die wären doppelt so groß wie unsere und sind leuchtend rot. In Amerika gibt es sogenannte Turbo-Kühe, bis dreifache Milchleistung. Und alles nur durch Veränderung der Gene. Ja, mei, die Gene habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Die hat schon immer Schwierigkeiten gehabt mit den Kühen. Allweil haben sie sich blatt. Aber kein Wunder, bei den sauren Wiesen. Aber mein Gott, mit deinen Ohren wird es auch immer schlechter. Jetzt muss man dann schon schreien, dass du was verstehst. Du derische Kaböhn! Ja, freilich, die Wiesen sind so sauer wegen die Kaböhn. Aber ich hab nicht gewusst, dass die thermisch sind. Weil sind ja immer alle bei uns da in Spielberg gewesen. Kann mich nicht erinnern, dass eine in Faunsdorf gewesen war. Furchtbar mit der Krautwaschel. Kann man nicht einmal mehr vernünftig reden. Gib mir Ruhe und strick weiter. Schrei nicht so, ich bin ja nicht derisch. Grüß euch. Ich war gerade am Vortrag über die Lebensmittelkennzeichnung. Das muss ich euch erzählen. Musst du immer so anschleichen und all die Leute schrecken? Ich weiß nichts, hörst. Immer ärger wird's mit ihr. Jetzt muss man dann schon bald eine Bomben reinschmeißen, dass so ein Kämmer hört. Übrigens, gescheitel Huberin, was haben Sie denn erzählt beim Vortrag über die Genmanipulation? Sogar unseren Guckerutz wollen Sie vergiften. Das haben wir jetzt von der depperten EU. Ja. Unsere guten Lebensmittel müssen wir hergeben. Ja. Dafür kriegen wir ein genmanipuliertes Rindfleisch aus Australien. Geh, musst halt schauen, wenn du einkaufen gehst, was draufsteht auf die Lebensmittel. Wird ja eh alles kontrolliert. Und außerdem, kennst du nicht das AMA-Gütesiegel? Hör mal auf mit deinen ja. Gütesiegel. Alles, was klar gedruckt ist. Alles, was wichtig ist. Alles, was wichtig ist, ist klar gedruckt. Ich mag nicht mit den Augenglaseln einkaufen gehen. Da schaue ich so alt aus. Ja, mei, alt ist sie waren die Quatsch nicht. Aber solange es noch keinen Jungbrunnen gibt und keine Wunderbühnen, muss man froh sein, wenn man halbwegs gesund ist. So ist es. Ja, das hört sich wieder. Ja. Ich bin noch nicht so alt, dass ich eine Wunderbühne brauche. Die Männer schätzen mich alle um mindestens 10 Jahre jünger, wie ich bin. Neulich hat sogar der Frauenarzt zu mir gesagt, Frau Quatschnick, was Sie für eine zarte, pralle Haut haben. Wahrscheinlich hat er gerade dahinter an sich betrachtet, gell? Da hast du recht. Ja? Grauslich ist, wenn der Hintern sticht. Und allweil, ja? Wenn es draußen kalt ist, so wie jetzt, ja? Dann blockt mir auch immer mein Schiass. Scheiße. Die kann wirklich zur Verzweiflung bringen. Herein. Hey. Was schaut's denn so deppert? Wenn euch was nicht passt, dann kann ich wieder gehen. Ich hätte mir eigentlich nur wollen was ausborgen. Aber sonst schau ich halt wieder, dass ich gehe. Geh, geh, Bimpfelmauserin. Das ist nichts gegen die. Die Krautwaschel macht uns so verrückt, weil sie so derisch ist. Sag was laut. Sag das aber ganz laut. Ich möchte eine Rindsuppe kaufen. Ich brauche halt nur eine Karotten.
Genau, wie es da sagst. Es gibt heutzutage so viel Verlauten. Man kann nicht nur aufpassen. Wer reiten von Verlauten? Eine Mähren brauchen die. Dein Wasser. Genau. So sind's. Zuerst stand's, als wenn's eine feinen Herren waren. Ja. Und in Wirklichkeit sind's Verlauten. Na, siehst das? Ja. Bei derer helfen der Jungbrunnen auch nichts mehr. Die versteht nix, statt ja. Heilstadel, Stricknadel und statt Einbrennsuppen Eisenbahnbrücken. Was haben denn Eisenbahner mit Verlauten zu tun? Ah, ich weiß schon, weil zwei von meinen verflossenen Eisenbahner waren. Aber habt ihr recht. Der zweite war eh Murzer verlaut. Mm. Ich war froh, dass ich der zu tot gesoffen hat. Entweder er ist heimgekommen und hat geschrien, wenn nicht gleich ein Bier am Tisch war, oder er hat geschnarcht vor lauter Rausch. Angegriffen im Haus hat er sein Leben lang nichts. Apropos, deswegen bin ich eigentlich gekommen. Was haltet denn von der Männerkarenz? Ah, mir war lieber, wenn hier und da einer schwanger wird. So hier und da eine Entbindung tat einer nicht schon. Genau. In Gautzwühlen, da war die Welt schon ausgestorben, weil die Männer eh so wehleidig sind. Na, beleidigt war ich nicht, wie er seinen letzten Schnaufer gemacht hat. Weil jetzt habe ich wenigstens meine Ruhe und eine kleine Pension. Hoffentlich bleibt's ja so, weil sparen dann eh nur bei denen, die sie nicht wehren können. Ja. Und bei uns Frauen und kleinen Pensionisten. Naiv seid ihr ja schon, wenn ihr in die Politiker das Wohlversprechen abnehmt. Ich kann mich nicht erinnern, dass einmal was eingehalten worden war. Aber wisst ihr was? Mir juckt die linke Faust. Vielleicht tanzt bei uns Frauenpensionen noch was. Und mir juckt der Hintern. Ich glaube, die scheißen uns was. Also, einen anderen Umgangston möchte ich mir schon erwarten. Als pensionierte Lehrerin darf ich doch um etwas Rücksicht bitten. Und außerdem haben wir Beamten auch unsere Einbußen hinnehmen müssen. Reicht nicht, sag Schwulen, du kannst leicht die feine Maus spülen. Ja. Selber hat sie eine angemessene Lehrerpension. Und der Alte, Gott hab erm solig, hat dir als Kieberer ja auch keine kleine Witwenpension hinterlassen. Und außerdem hat Madame fast umsonst eine schöne große Wohnung. Unkündbar, versteht sich. Also so eine Frechheit. Ich hätte mir das denken können, dass mich früher oder später anböbeln wird's. Anstatt. Anstatt. Das dankbar sein, dass ich einer Bildung beibringe, sind sie mir alles neidig, dass wir die wohlverdiente Pension von unseren Beamten. Genau. Neidig. Satz. Also auf die Pension hin, neidig sind sie. Neidig. Ja, mei. Schneidig war er schon mein Otl. Aber auch ein Windbeutel. Wie er noch jung war, war er hinter jedem Kittel her. Zu mir hat er gesagt, er geht auf die Alm. In Wirklichkeit ist er immer zu den Menschen gegangen. Und aber ich hab's ihm heimgezahlt. Wie er vor lauter Saufen zu nichts mehr zu brauchen war, und nur mehr in das depperte Fernsehkastel reingeschaut hab, bin ich
Er ist richtig munter geworden. Mit seinem besten Freund bin ich um den Dumm geflogen. Und er hat nicht einmal mehr Nasen können. Nach seinem zweiten Schlage. Ist halt auch schon wieder lang her. Du? Also, mein Adalbert hätte ich das nie antun können. Ich war ihm ein Leben lang treu. Hätte ich ein schlechtes Wissen, wenn ich auf die Bank gehe und seine Pension abhole. Ich will keinen Krachen, gescheitel Huberein. Du hast dein Adalbert noch viel mehr entendu. Oder hast vergessen, wie du mit ihm umgesprungen bist bei jeder Gelegenheit? Adalbert, tu dies. Adalbert, komm her. Adalbert, stell dein Bierglas weg. Und von wegen Treue. Dein Adalbert hat ja müssen. Oder glaubst du, der andere hätte sich zwingen lassen? Na. Wie redet denn ihr daher? Gar keinen habe ich springen lassen. Oh, wann kommt er? Aber mein Adalbert hätte der beste Willen nichts mehr genutzt. Aber außerdem geht euch das gar nichts an. Krautwaschel, jetzt sei einmal still. Die beleidigen mich pausenlos. Und du verzeihst nur von dem besoffenen Trottel. Was sagst du da? Ja. Das hätten schwer drauf, mein Ottel. Okay. Weil der war glücklich, wenn ich ihm das Bier mundgerecht hergekriegt hab. Und sölig war er, wenn in sein Schnabelhäferl noch ein Bierschaum war. Nein, Krautwaschel, sie meint, er war ein Trottel, weil er sich in seine letzten Minuten noch so gewunden hat beim Abschied nehmen von seinem geliebten Bier. Der gescheitelhuberine Adalbert dagegen hat nur mehr sölig gelächelt, wie er seine Augen zugehabt hat, weil da hat er gewiss die ewige Ruhe keinem Nerv mehr nehmen. Hört, mich seht ihr nie mehr wieder. Geh, jetzt sei nicht so angerührt. Ja. Manchmal rutscht dann halt irgendwas raus. Ja. Aber weißt was? Die Gwanschnik hat heute sicher noch ein gutes verhokert. Ja, seid ihr das narrisch geworden? Ich geh nicht nackert, wenn so viele Leute da sind. Brauchst keine Angst haben, nackert gehen wir nicht, aber aus der Haut kommt man voran, wenn man dir zuhört. Du's nicht verschreien. Bei den Mindestpensionen sind die meisten früher nackert, als wir glauben. Scherz euch nix, sparen dann's eh nur bei denen, die sie nicht wehren können. Wartet's, ich erzähl euch was. Warte, das muss jetzt da draußen. Ja, ich bin sehr mit mir das Paradies, bei den Politik macht die Laune Mist, denn es ist nicht so blöd, ich schnürt mein Sparpaket auf Schwarz und Brot, sie sparen uns zu Tod. Jetzt hören wir aus, wenn sie lockert bin, voll den lockert bin, weil ich lockert bin, es ist ein Graus, weil ich lockert bin, voll den lockert bin, ist es ein Graus. Thank you.
Zahn, wohl ihr nacker Zahn, ist alles wurscht. Meine Damen und Herren, das war's! Yeah. Jawohl, warte! Das war die Moser Christa! Nein. Die Strimitzer Waltraud! Die Erika Lackner! Hey. Und die Zahndinge! Hallo!